Mein Name ist Klaus Schwarz, ich komme aus Cottbus, arbeite dort an der Brandenburgischen Technischen Universität, mache dort Wissenschaftstransfer und von Beruf bin ich Landwirt und so bin ich zum Alkohol gekommen. Also es geht mir ganz einfach darum, dass es wichtig ist, in der Globalisierung regionale Wertschöpfungsketten zu organisieren. Und da habe ich ein Modellprojekt bei uns in der Region, wo wir in Cottbus 3 Bioethanol-Tankstellen haben. Und ich habe eine Familienflotte mit 3 Fahrzeugen, mache da auch ganz akribische Tankstatistiken, um die Verbrauchswerte zu haben. Und bin der festen Überzeugung, dass ich für die Umwelt was Gutes tue. Und wenn man so ein Auto kauft, hat man dann auch spezielle Probleme damit? Oder? Also bei den Fahrzeugen, die ich gekauft habe, habe ich überhaupt kein Problem gehabt. Auch die Durchsichtsintervalle bei Neufahrzeugen, wo man sagt 10.000 Kilometer, ist schon überholt. Also 20.000 Kilometer, das ist kein höherer Verschleiß, zumindest gegenwärtig nicht feststellbar. Wir haben bei uns an der Universität ein Modellprojekt, wo es darum geht, dass Umrüstsätze, um Benzinmotore auf Bioethanolbetrieb umzurüsten, getestet werden. Und dieses Modellprojekt wird bis Oktober 2010 gehen. Und wir wollen dann die theoretischen Informationen, die wir gesammelt haben, praktisch nutzen und arbeiten da bei uns mit einer Firma zusammen, die einen Wash-Service macht. Der ist berechtigt für alle Produzenten der Umrüstsätze, das sind 6 verschiedene, die Fahrzeuge entsprechend zu bestücken. Und wir haben auch regional größere Unternehmen, die mit uns da zusammenarbeiten, wo wir solche Fahrzeugflotten umrüsten. Ein Beispiel ist Vattenfall.